Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Oh, fucker, fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ein neues Red Dead rauskommt als nächstes oder ein neues GTA, dann würde ich ohne zu überlegen direkt Red Dead sagen. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Oh. Come on, mister. Come on. Oh. Ja, aber auch das ist halt wieder eine sehr persönliche Meinung. Und damals, als Red Dead Redemption angekündigt wurde, ja, wurde schon groß genannt, dass es der Nachfolger oder der indirekte Nachfolger zu Red Dead Revolver ist, was die meisten gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und viele konnten sich auch nicht so darunter vorstellen, was das jetzt werden soll. Ein Western Open World, ob das wirklich gut funktioniert. Aber als ich schon die ersten Vorschau-Videos dazu gesehen habe und die ersten Berichte, ich war direkt hooked. Also, ich war so unfassbar gehypt auf dieses Spiel und habe es mir auch direkt am Release-Tag geholt und muss sagen, lange Zeit war es wirklich mein allerliebstes Lieblings-Open-World-Spiel. Red Dead Redemption spielt nämlich im Jahre 1911, genauer gesagt zum Ende des Wilden Westens im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet. Der Hauptprotagonist John Marston wird zur Stadt Armadillo geschickt, denn er soll im Auftrag der Regierung im nahegelegenen Fort Mercer sein altes Bandenmitglied und seinen alten Kumpel Bill Williamson töten. Mrs. Bush, Armadillo. Denn die Regierung ist wohl der Meinung, dass John Marston Billy Williamson am besten kennt, da sie anscheinend eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und außerdem hält die gute Regierung die Familie von John Marston fest und lässt sie erst nach erfolgreichem Abschluss der Mission wieder frei. Allerdings klappt das alles nicht so wirklich wie geplant, denn das Vorhaben geht relativ schief. John wird schwer verwundet und entkommt nur knapp dem Tod, da er von der Rancherin Bonnie McFarlane gerettet wird. I implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. Poor John. Die peppelt ihm wieder auf und bringt ihm so ein paar Sachen bei, also auch euch, dient quasi so ein bisschen als Tutorial. Und John macht es sich jetzt zur Aufgabe, sich Hilfe bei ein paar schrulligen Gefährten zu suchen, um letztendlich das Fort Mercer stürmen zu können und seinen alten Kameraden dingfest zu machen. Williamson's a proud fool. The question is, which will win out between his pride and his instinct for survival. Und auch wenn die Story jetzt, so wie ich sie vorgetragen habe, vielleicht nicht Oscar-verdächtig klingt, aber ich finde, das Spiel hat fast wie kein anderes einen Preis für Storytelling verdient, weil wie das teilweise mit euren Gefühlen und Erwartungen spielt, das liegt zum einen daran, dass die ganzen Charaktere, die ihr da trifft, wirklich toll geschrieben sind. Gerade John Marston, der Hauptcharakter, ist einfach eine richtig coole Sau. Ja, der ist euch halt von Minute 1 an sympathisch und ist einfach so ein cooler Westernheld, wie man ihn sich immer gerne vorgestellt hat. Take off the boots, Americano. As you wish. Aber auch die anderen Charaktere, die man so trifft, die sind so schrullig teilweise und so komisch. Das ist so dieser richtige Rockstar-Humor, der auch immer durch die GTA-Spiele so gezogen wird, mit so wirklich abgedrehten Charakteren, die alle so ein bisschen Satire auf irgendwas sind. Das habt ihr auch bei Red Dead Redemption, die alle einfach so ein bisschen neben der Spur sind, aber dann doch versuchen, John wirklich zu helfen. Und die sind alle so toll geschrieben und auch gerade die Dialoge, was auch daran liegt, dass das Spiel fantastisch synchronisiert ist. Es gibt, Gott sei Dank, muss ich hier sagen, keine deutsche Sprachausgabe, das Spiel gibt es nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und das ist auch gut so, denn in diesem Spiel wird so viel Slang geredet. Also es gibt so viele Leute, die irgendwie einen anderen Akzent haben, ob es jetzt dieser
krasse texaner-amerikanische Akzent ist. Oder ihr trefft später auch so einen Iren, der natürlich einen irischen Akzent hat und so. Das ist alles so gut gemacht und das würde in einer anderen, ja, Synchronisationsfassung einfach komplett untergehen. What the hell's wrong with you, robbing these gentlewomen and ladies of the Lord? I thought they was doxies. Ladies, I'm sorry about this man. He's unfortunately lost his mind to the demon drink. At least I hope he has, and he wasn't this stupid all along. Und wie schon gesagt, wie die Story erzählt wird, das ist richtig, richtig gut. Also es gibt Momente in dem Spiel, die sind einfach, es sind einfach richtige Magic Moments. Viele sagen ja zum Beispiel, der erste Ritt nach Mexiko, da will ich jetzt nicht wirklich mehr drauf eingehen, aber wer weiß, was ich meine, die sagen das immer. Oder aber auch das ganze Ende, der ganze Epilog und so weiter, also was die damit mit euren Gefühlen und euren Erwartungen anstellen, da müsste ich jetzt eigentlich einen eigenen Podcast machen über dieses Spiel, um da wirklich mehr drauf einzugehen, ohne hier zu viel zu spoilen, weil das ist echt schon richtig gutes und großes Storytelling, was sie hier vom Stapel lassen. Außerdem ist die Open World, in der ihr euch befindet, richtig gut gemacht. Also die strotzt nur so vor einer Wild-West-Atmosphäre. Sie sieht zum einen richtig gut aus und zum anderen ist sie auch, ja, mit so einem schönen Soundtrack unterlegt, der das Ganze nochmal so ein bisschen untermalt. Und ab Minute 1 an seid ihr direkt in den Wilden Westen zurückversetzt. Hello, sir. How are you? Mit dem gut aussehen muss ich allerdings ein bisschen revidieren, denn das war so ein kleiner Makel, den das Spiel hatte. So richtig gut aussehen sieht es nur auf den Xbox-Konsolen, muss man sagen. Ich spiele es, oder ich habe es jetzt gerade nochmal gespielt als Download-Version für die Xbox Series X, wo es ja sowieso nochmal ein bisschen aufgewertet wird vom Bild her. Und da sieht es wirklich richtig gut aus. Und damals sah es auch schon besser auf der 360 aus als auf der PS3, da Rockstar irgendwie die PS3-Version ein bisschen verrafft hat, denn die läuft nicht mal wirklich in HD, sondern ist irgendwie so ein komischer Port gewesen, der dann knapp unter HD aufgelöst wurde und dann haben sie es irgendwie nur so ein bisschen auf HD hochskaliert. Ja, es sieht nicht katastrophal aus, man kann es auf jeden Fall spielen, aber gerade im Vergleich so mit den anderen Versionen stinkt die PS3-Version leider relativ ab und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, würde ich euch da schon eher zur Xbox-Variante raten. Aber was mir das Spiel damals so sympathisch gemacht hat, in Zeiten von Assassin's Creed, wo wirklich die Karte mit Symbolen ohne Ende zugeklatscht wird, ist hier fast das genaue Gegenteil. Ihr habt eine sehr große Spielwelt und auch dementsprechend eine sehr große Karte, aber die wird wirklich nicht mit unnützem Sammelzeug oder irgendwas zugekleistert. Es gibt Sammelzeug, was ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Pflanzen sammeln oder ihr könnt auch Tiere jagen und die entsprechend häuten und so weiter. Aber das ist alles so Zeug, was nicht auf der Karte angezeigt wird, sondern da konzentriert sich die Karte nur so auf wichtige Objekte und natürlich auf die Missionen, die dann da vorherrschend sind. Und das fand ich ganz gut, weil so fühlt man sich nicht wirklich erschlagen, wenn man dann mal die Karte öffnet, sondern hat immer so richtig schön den Überblick über das Spiel und ja, kann sich so seinen Weg so ein bisschen besser planen, was man jetzt als nächstes macht und wird nicht immer von so vielen Sachen abgelenkt, die einfach irgendwie am Wegesrand sind und da ist halt einfach kein belangloser Mist auf dieser Karte oder in diesem Spiel besser gesagt und das habe ich dem Spiel damals sehr hoch angerechnet. Ansonsten besteht das Spiel natürlich aus vielen Shooter-Passagen. Ich meine, es ist ein Wilder Westen, da muss geschossen werden. Und das, ja, ist auch wieder so ein recht simples Deckungssystem, so ein Deckungsshooter könnte man sagen, der allerdings nicht so geschmeidig funktioniert wie andere Shooter, muss ich jetzt schon sagen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem oder das größte Problem von Red Dead. Das ist so ein bisschen die Steuerung. Die ist jetzt nicht furchtbar, aber sie ist auch nicht die beste. Die ist immer so ein bisschen hakelig, manchmal ist sie auch ein bisschen zu träge. Und sie ist halt im Großen und Ganzen einfach so ein bisschen altbacken. Weil man zum Beispiel, um jetzt wirklich zu rennen, muss man permanent auf eine Taste hämmern. Und das ist eher so, weiß ich nicht, so Steuerung von Anfang der PlayStation-Zeit. Das hätte man ein bisschen besser umsetzen können, finde ich. Aber dafür gibt es für die Shooter-Passagen viele Waffen, die man freischalten kann in der Story oder die man später auch in Geschäften kaufen kann. Was sich aber auch nicht so lohnt, weil die besten Waffen und die meisten Waffen bekommt man einfach dadurch, dass man die Story spielt. Deswegen kann man sich das Geld da auch sparen. Dafür sind die Waffen alle relativ gut vertont und klingen gut und sind auch sehr wuchtig. Und auch das Trefferfeedback ist sehr gut gelungen, weil da spratzt es schon manchmal gewaltig, wenn ihr so einen Gegner trefft. Zumal ihr auch wieder über die Deadeye-Funktion verfügt, die man auch aus Red Dead Revolver kennt. Das heißt, ihr könnt für kurze Zeit in einen sogenannten Zeitlupen-Modus schalten
und verschiedene Punkte am Körper des Gegners anvisieren und oder auch mehrere Gegner gleichzeitig anvisieren und die dann nach und nach ausschalten. Und das gibt euch immer so ein kleines Überlegenheitsgefühl und sieht auch einfach richtig cool aus. In der Spielwelt selber oder auch in den Städten, die auch alle wirklich schön umgesetzt sind und auch nur vor Wildwest-Flair strotzen, das kann ich nur immer wieder betonen, gibt es hier und da auch ein paar Immobilien, die ihr kaufen könnt. Das heißt, ihr könnt euch entweder vorübergehend oder permanent ein Zimmer kaufen oder ein Haus. Also es wird mal als Haus angezeigt, aber es ist meistens immer nur ein Raum, in dem ihr dann übernachten, euch wieder aufrüsten und auch speichern könnt. Das könnt ihr allerdings auch wie ein echter Cowboy mitten in der Wildnis tun, weil ihr immer ein komfortables Camp dabei habt, dass ihr in der Wildnis aufschlagen könnt, wo ihr dann auch speichern und unter anderem auch schnell reisen könnt. Wie schon erwähnt, könnt ihr euch in den hiesigen Läden in den Städten auch neue Waffen kaufen oder andere neue Objekte, sogar Pferde könnt ihr da kaufen. Aber dafür braucht ihr natürlich Geld. Das verdient ihr nicht nur durch abgeschlossene Missionen, sondern wie gesagt, könnt ihr es euch auch verdienen, wenn ihr Tiere jagt, diese häutet und deren Stücke dann in den Läden verkauft. Und damit könnt ihr auch ein bisschen Geld verdienen. Und wenn euch die Pferde mal zu teuer sind, ihr aber unbedingt ein neues haben wollt, dann könnt ihr das tatsächlich auch selber fangen und zureiten, was ich immer sehr cool fand. Das heißt, ihr könnt ein Pferd einfach mit einem Lasso fangen, aufsitzen und darauf dann versuchen, die Balance zu halten, bis es euch gehorcht. Und dann gehört es euch auch, was recht cool war. Aber es gibt auch noch viele andere Nebenbeschäftigungen, die euch ein bisschen Geld und auch ein bisschen Ansehen einbringen. Zum einen könnt ihr auch Kopfgeldjagden machen, wo ihr bestimmte Personen entweder lebendig oder tot beim hiesigen Sheriff abliefern könnt. Das wirkt euch dann halt auf die Bezahlung aus. Ihr könnt aber auch so kleine Minispiele spielen, wie zum Beispiel Poker oder das, was ich sehr cool fand, beliebte Würfelpoker, was auch da drin ist. Oder aber auch so klassische Gute-Laune-Wildwest-Spiele wie Five-Finger-Filet, wo ihr euch, wenn ihr nicht aufpasst, ein paar Finger abschneiden könnt. Also nicht im Spiel wirklich, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute in echt schon da ihre Finger verloren haben. Oder aber auch Hufeisen werfen. Oder Arm drücken. Und wenn euch das alles noch nicht genug ist, dann könnt ihr auch in jeden beliebigen Saloon gehen und so lange saufen, bis ihr von der Theke kippt. Während ihr so durch die wirklich schön gestaltete Spielwelt reitet, die gerade auch so wirklich durch Lichtstimmung und so weiter wirklich toll überzeugen kann, kann es auch passieren, dass euch so ein paar zufällige Events über den Weg laufen. Das heißt, es kann sein, dass am Straßenrand Leute stehen, die plötzlich eure Hilfe brauchen, weil sie gerade von jemandem bedroht werden. Oder es gibt Leute, die versuchen, euer Pferd zu klauen. Oder es gibt auch Leute, die euch einfach so spontan zu einem Duell herausfordern. Die es wie in Red Dead Revolver zum Beispiel auch gab und die auch ja relativ anspruchsvoll sind teilweise und aber immer sehr cool inszeniert sind und auch einfach Spaß machen. Es gibt auch ein Ehresystem, könnte man sagen, in dem Spiel. Und das ist auch so ein Ding, was ich so ein bisschen, ein bisschen überflüssig finde. Also es ist so, dass wenn ihr gute Taten macht, nehmen euch die Leute im Spiel anders wahr. Und wenn ihr zum Beispiel ein richtig guter Typ seid, dann werdet ihr auch auf der Straße gegrüßt. Oder die Ordnungshüter übersehen auch manche Verbrechen, die ihr dann mal eventuell begehen könnt. Dann das geht natürlich auch. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ein guter Cowboy seid oder ein böser. Aber es hat nie irgendwie so wirklich krasse Auswirkungen. Also es hat nicht irgendwie so Mass Effect Auswirkungen, wo ihr wirklich verheerende Entscheidungen treffen könnt. Natürlich könnt ihr das alles machen. Ihr könnt natürlich Banken ausrauben oder auch Züge überfallen und so weiter. Da bietet euch das Spiel schon sehr viel Freiheiten. Aber ich finde persönlich, es rentiert sich nicht so wirklich böse zu sein. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es hat mir auch nicht so Spaß gemacht, dann irgendwie Sachen zu überfallen oder so. Ich habe es ab und zu mal gemacht. Es war ganz nett, aber irgendwie habe ich da den Mehrwert nicht gesehen. Aber es gibt ja Leute, die sowas toll finden. Denn für mich war, wie gesagt, immer das Wichtigste an dem Spiel die Story und die Charaktere. Denn, wie gesagt, es ist wirklich gut inszeniert und die Leute reden auch viel. Sie reden sehr viel. Es ist nämlich meistens so, dass ihr, wenn ihr zu einer Hauptmission aufbrecht, dass ihr dann erstmal durch die Prärie reitet mit einer Person und die dann permanent labern. Aber das sind sehr interessante Gespräche und da hat sich Rockstar auch so einen kleinen Kniff einfallen lassen, für den ich ihnen auch sehr dankbar bin, weil da hat wirklich jemand mal mitgedacht. Damit ihr euch auf die Gespräche konzentrieren könnt, gibt es, während ihr hinter einem Gefährten hinterherreitet, eine sogenannte Geschwindigkeit-Anpassen-Taste, könnte man sagen, wo euer Pferd
einfach die gleiche Geschwindigkeit hält wie das Pferd eures Begleiters, sodass ihr euch dann mehr auf das Gesprochene konzentrieren könnt. Und das ist ein wirklich simples System, wie es klingt, aber es ist gut durchdacht und macht auch einfach Sinn. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Und ja, die Story ist halt wirklich das Ausschlaggebende und das Besondere, was Red Dead Redemption so einzigartig gemacht hat. Denn ich kann es nicht immer wieder betonen, was das Spiel teilweise mit euren Emotionen macht, so gerade gegen Ende oder gegen Mitte und was so für Sachen passieren, das ist echt krass. Und wenn man dann noch den zweiten Teil kennt, in dem ja einige Charaktere, die hier in dem Spiel eine große Rolle spielen, kennenlernt, dann hat das noch eine ganz andere Auswirkung und wertet das Ganze sogar noch mal ein bisschen auf. Und wenn ihr den Singleplayer dann durchgespielt habt und immer noch nicht genug von der Welt von Red Dead Redemption habt, dann könnt ihr euch noch in das DLC stürzen, was auch ein Standalone-DLC ist. Das heißt, ihr braucht das Hauptspiel nicht dafür, nämlich Red Dead Redemption Undead Nightmare. Und das ist quasi einfach die Welt und die Charaktere von Red Dead genommen und eine Zombie-Plage draufgesetzt. Well, that old man could take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. Und das erinnert von seiner Machart so und wie es inszeniert ist von der Atmosphäre an diese alten, ja, 60er, 70er Jahre Klassiker, Zombie-Filme oder Horrorfilme einfach, sowas wie Evil Dead oder so. Das hat so eine ganz eigene Stimmung irgendwie. Und das ist schon interessant gemacht, weil auch die ganze Spielwelt so ein bisschen in so ein anderes Licht getaucht ist. Das heißt, da ist immer irgendwie so eine trübe Stimmung und man merkt einfach, dass die Welt gerade am Arsch ist. Ihr spielt wieder John Marston, der sich dann plötzlich konfrontiert sieht mit dieser, ja, mit dieser Zombie-Plage und herausfinden will, was das alles mit sich auf sich hat. Also sie haben tatsächlich da auch noch so eine eigene Story, so eine kleine für geschrieben. Das Spiel ist natürlich nicht so lang wie das Hauptspiel. Es ist vielleicht mal so ein Bruchteil davon, so 5-6 Stunden vielleicht, wenn ihr euch Zeit lasst. Aber bringt auch noch so ein paar neue Mechaniken ins Spiel, was man jetzt aus dem Hauptspiel nicht unbedingt kannte. Zum einen muss man sich da ein bisschen umstellen, weil man in dem Spiel fast immer Munitionsmangel hat, was so ein bisschen dieses Überleben- und Survival-Gefühl rüberbringen soll, was man halt in so einer Zombie-Apokalypse wohl hat. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen drauf aufpassen und so viel wie möglich einsammeln. Man bekommt auch hier und da noch so ein paar andere Hilfsmittel, wo man sich dieser Zombie-Horden erwehren kann, wie so zum Beispiel eine Fackel, die auch als Nahkampfwaffe dient und so. Und ja, so ein paar unterschiedliche Aufgaben stehen dann auch zur Verfügung. Zum einen muss man hier und da mal Friedhöfe säubern, indem man bestimmte Särge verbrennt, damit die Toten nicht wieder aufstehen können. Und ich glaube, so das größte Spielelement in dem DLC ist Städte verteidigen und halten. Also nach und nach werden Städte immer angegriffen und ihr könnt dann dahin und die Städte verteidigen, indem ihr die Zombie-Plage aufhaltet. Das ist quasi wie so eine Art Wellenangriff und da müsst ihr dann halt so viele Zombies töten, bis die Stadt gesichert ist. Die wird nach einer Zeit allerdings wieder angegriffen und dann müsst ihr da nochmal hin und die Stadt wieder verteidigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan von dem DLC. Zum einen, ich bin schon von vornherein nicht so der große Zombie-Fan. Zum anderen mag ich so Wellenangriffe in Spielen überhaupt nicht. Also das ist für mich immer so das lameste Feature, wenn ich irgendwie höre, dass das drin ist, wenn der Spielmodus plötzlich Wellenangriff bietet und so weiter. Da schlafen mir die Füße ein persönlich. Das finde ich super langweilig. Aber ich muss dem DLC trotzdem hoch anrechnen, dass sie sich da nochmal ordentlich Mühe gegeben haben, ja, so ein bisschen Schabernack mit dieser Spielwelt anzustellen. Man merkt auch hier und da so in diesen Cutscenes, die nehmen sich selber nicht so ganz ernst und das ist alles so eine, mehr fast schon wie so eine Parodie auf alte Horrorfilme, was ganz cool ist. Und dass sie da wirklich so eine komplett eigene Story noch für geschrieben haben, fand ich auch sehr cool. Und dass man natürlich auch viele Charaktere wieder trifft aus dem Hauptspiel und so. Und das ist schon alles wirklich schick inszeniert. Auch, dass der Look und so komplett anders ist. Und dass es hier und da auch so ein paar andere Geheimnisse zu finden gibt. Und die ganze Spielwelt einfach zombifiziert wurde. Also auch die Tierwelt zum Beispiel und so. Das ist schon alles ganz nett, aber ist halt, wie gesagt, nicht so mein Ding. Aber wer auf so Zombies steht und nichts gegen so Wellenangriffe hat, der kann da auf jeden Fall mal einen Blick investieren. Das ist mehr als nur ein liebloser DLC, der einfach so draufgeklatscht wurde, wie es so viele andere Spieleentwickler machen. Ich schaue in deine Richtung, Ubisoft. Ja, der erste richtig große Open-World-Ausflug in den Westen ist Rockstar wirklich gut gelungen. Und ich kann Red Dead Redemption auch ohne zu lügen direkt eine 9 von 10 geben, denn
Es war lange Zeit, wie gesagt, mein Lieblings-Open-World-Spiel, weil es in meinen Augen alles richtig gemacht hat, was ein Open-World-Spiel machen kann. Es gibt nichts Nerviges in diesem Spiel, wie irgendwelche Türme, die man erklettern muss, um die Karte aufzudecken oder irgendwelchen sinnlosen Sammelkram oder so. Der wird sich wirklich vorgehend auf die Charaktere und die Story konzentriert und das fand ich sehr gut. Und ja, falls ihr bis jetzt nur den zweiten Teil gespielt haben solltet und den ersten noch nachholen müsst, könnt ihr das tun. Euch muss aber bewusst sein, dass der erste Teil natürlich noch nicht so viele Features bietet wie der zweite. Dass das alles im Hinblick zum zweiten noch so ein bisschen abgespeckter wird. Aber ja, gerade allein für die Charaktere und für die Story ist auf jeden Fall ein Blick wert. I'm gonna cut you up, piece by piece. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems.